Mein Mann. Oft hat man Weil eine gewisse Arroganz vorgeworfen. Er war aber alles andere als arrogant. Er war nur äußerst zurückhaltend und schuf oft zwischen sich und anderen eine gewisse Distanz, als ob eine unsichtbare Mauer ihm gäbe. Wirklich gut kannte ihn eigentlich niemand. Jahr 26. Und als der Standesbeamte Weil fragte, ob er auch lieben, ehren und gehorchen würde, legte Kurt die Hände an die Hosennaht, schlug die Hacken zusammen und sagte, jawohl. Es war Kurts einzige militärische Geste. An unserem Hochzeitstag. Dass sein Soldat
Soldat gestorben war. Es war noch nicht an der Zeit. Der Sommer zog über die Gräber hin und der Soldat schlief schon. Da kam eines Nachts eine militärische ärztliche Kommission. Es zog die ärztliche Kommission zu dem Gottesacker hinaus und grub mit gewaltigem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV und er drücke sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in seinen verwesten Leib und hängten zwei Schwestern in seine Arm und ein halb entblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt, so hinkt ein Pfaffe voran, der über ihm ein Weihrauchfass schwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Chindrara, spielt einen flotten Marsch, und der Soldat, so wie er's gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. Und brüderlich den Arm um ihn zwei Sanitäter gehen, sonst flöge noch in den Dreck ihnen hin. Und das darf nicht geschehen. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen's vor ihm her. Man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Mann im Frack schritt auch voran mit stolz gestärkter Brust. Der war sich als ein deutscher Mann seiner Pflicht genau bewusst. So zogen sie mit Chindrara hinab die dunkle Chaussee. Und der Soldat zog taumelnd mit im Sturm eine blasse Flocke Schnee. Die Hunde und die Katzen schreien, die Ratten im Wild pfeifen wüst. Sie wollen nicht französisch sein, weil das eine Schande ist. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, waren alle Weiber da. Die Bäume verneigten sich, Vollmond schien und alles schrie Hurra! Mit Chindrara und Wiedersehen und Weib und Hund und Pfaff. Und mittendrin der tote Soldat wie ein Besoffener auf. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, kam's das in keine Sah. So viele waren herum um ihn mit Chindra und Hurra. So viele
Wir mochten Erika, seine Frau. Sie wurde meine beste Freundin. Darling, ich habe dir zum Geburtstag ein Haus gekauft. In Kleinmachnow. Ein modernes Haus mit kleinem Garten. Lenja Wissmannstraße Nummer 7. Hörst du unsere Glückszahl? Das war am 18. Oktober 1931. In diesem Haus habe ich eigentlich nie wirklich gewohnt. Ich war in Wien und eigentlich waren wir ja getrennt. Ich hatte in Wien Otto von Pasetti kennengelernt und Kurt hatte ja seine Erika. An Erika Neher, 29. Januar 1933.
Ich war wieder einmal ein paar Tage ganz verzweifelt, weil ich in einer scheußlichen Stimmung war und es für mich so aussah, als ob ich überhaupt nicht wieder aus dieser Pechsträhne herauskommen würde. Aber dann, nach ein paar Tagen, sah es wieder ein bisschen hoffnungsvoller aus. Es ist merkwürdig, was für eine Rolle in so einer schweren Zeit die Hoffnung spielt. Es gehören die schlimmsten Nackenschläge dazu, um einen Menschen den Mut verlieren zu lassen, aber gib ihm einen kleinen Strohhalm der Hoffnung und schon blüht er wieder auf, macht wieder Pläne und sieht alles in einem rosigen Licht. Weißt du, Engel, ich denke mir, dass diese Zeit, die ich hier durchmache, eine sehr wichtige für meine Entwicklung ist. Es ist wie eine Schulstunde der menschlichen Gemeinheit, was ich erlebe. Und dadurch, dass ich immer allein bin und, soweit ich es nicht mit dir besprechen kann, alles mit mir allein abmache, bekomme ich allmählich einen ungeheuren Abstand zu den Dingen und den Menschen. Thank you.
Thank you.
22. März 1933 traf ich in Paris ein. Die Neas und ich hatten die Flucht aus Berlin mit dem Auto geschafft. Lenya hatte sich zu Fasette nach Wien abgesetzt. Mein liebes Linnerl, über die 7 Todsünden habe ich neue Zeitungen bekommen, die alle sehr gut sind aus London. Schamlos und gemein sind die Berichte aus Deutschland. Sie lügen einfach einen Misserfolg zusammen und behaupten, auch Paris wolle von diesen Machwerken nichts mehr wissen, die das neue Deutschland längst abgestoßen habe. Von Paris habe ich rückblickend den Eindruck, dass es auch da eine rührige Anti-Weil-Klicke gibt und dass in wütender Weise dort gegen mich gehetzt wird. Ich werde allmählich gesund und je mehr sich die Kräfte wieder einstellen, umso mehr rücken diese Fragen wieder in den Vordergrund. Was wird dann? Was soll man arbeiten? Und wo? Thank you.
18. September 1933 wurde in Potsdam unser Scheidungsurteil ausgesprochen. Ich möchte so gern mal wieder etwas Großes, Richtiges machen, ohne an dieses stumpfsinnige Publikum einer europäischen Großstadt denken zu müssen. Vielleicht kann man in Amerika etwas aufbauen, um wieder Opern in meinem Sinn schreiben zu können. Am 4. September 1935 verließen wir auf der Majestic Cherbourg und trafen am 10. September in New York. Dass ich mit Kurt nach Amerika gehen würde, die Entscheidung fiel erst im letzten Moment. Schließlich waren wir ja geschieden. Ira Gershwin lud uns zu einer Probe von Porgy und Bess ein. Es muss ein großartiges Land sein, wo solche Musik geschrieben und gespielt werden kann. Und am 19. Januar 1937 heirateten wir zum zweiten Mal. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel. Aber manches hab ich doch verargt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber. Auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen?
zum ersten Mal geheiratet haben. Und jetzt bist du schon zum zweiten Mal ein Weilchen. Du musst eben alles doppelt haben, du Ameisenblume. Dein Brief war sehr niedlich. Und auch meine Säckelchen hast du mir sehr niedlich zusammengepackt. Und auch sonst bist du sehr niedlich. Schreib bald wieder, grüße alle schön und nimm viele, viele Küsschen von deinem Schnuben. Tags hatte ich Lunch mit Mervyn LeRoy, einer der größten Producer und Director bei Warner und sehr wichtiger Mann. Er möchte gern Johnny Johnson im Film machen, und zwar mit Charlie Chaplin. Nachmittags war ich bei Wenger, habe ihm einige Platten vorgespielt, als die Tür aufging und Charlie Chaplin herankam. Das ist nun wirklich der bezauberndste Mensch, den ich je gesehen habe. Ich hatte sofort Kontakt mit ihm. Sowas von Begeisterung über die Musik kannst du dir nicht vorstellen. Er sprang dauernd auf und sagte, ach, spielen Sie das nochmal.
und alles, was er sagte, zeigte ein außerordentliches Verständnis. Du kannst dir denken, was das auf Wenger für einen Eindruck machte. Bevor Chaplin kam, sagt Wenger, er wüsste nicht, ob ich amerikanisch genug bin für den Film 50 Second Street. Aber als ich dann wegging, sagte er, let's get together on 50 Second Street. Das alles will natürlich noch nicht heißen, dass ich den Film kriege. That's all, darling. Be a good girl. Much love. Knuti. Wir fingen an, uns auf Englisch zu schreiben. 15. Februar 1942. Liebe Schleubi, dieser Krieg ist verdammt ernst. Ich habe mich gestern für die Einberufung zum Militär registrieren lassen. Vergiss nicht, deine Ausländermeldung vor dem 28. zu erledigen. Ich tue das diese Woche. Ich hab dir geglaubt.
deinen Reden, von deinen Schwüren, was immer du wolltest, das hab ich getan. Wohin du auch wolltest, da ließ ich mich führen. Du hast mir das Blaue vom Himmel versprochen und ich, ach, ich hab nicht zu weinen gewagt. Doch du hast dein Wort, deine Schwüre gebrochen. Ich habe geschwiegen und hab mich geplagt. Sieh mich doch an! Meinem Linnell Darling einen Happy Victory Europe Day. Ich denke den ganzen Tag an dich, weil es ja der Tag ist, auf den wir 12 Jahre lang, seit jener Nacht im März 1933, in der wir per Auto nach München fuhren. Du hast ja den festen Glauben, dass wir das Ende dieses Schreckens noch erleben würden, nie aufgegeben. Und jetzt ist das Ende also da. Als ich aufstand, ich habe um 6 Uhr Trumans und Churchills Reden gehört, wurde mir klarer denn je, was dies bedeutet. Als ich zum Studio fuhr, fühlte ich mich wie 1 Million, weil Zeit geschehen ist, in der wir noch jung sind und in einer Welt ohne Nazis genießen können, was man so unsere besten Jahre nennt. Im Juni 1947 bekam Kurt für Street Scene den zum ersten Mal verliehenen Tony. Das ist Broadways Äquivalent zu Hollywoods Oscar.
40. 5 Wochen sind nun vergangen, seit Kurt starb, und ich bin noch keinen Schritt weitergekommen. Das Einzige, was mich hier zurückhält, ist seine Musik. Und der einzige Wunsch, den ich habe, alles, was ich in den 25 Jahren durch ihn gelernt habe, diese Musik zu verteidigen, sie am Leben zu erhalten und was immer in meiner Macht steht, für sie zu tun. Ich hoffe, dass ich auf dem rechten Weg bin, für ihn weiterzuleben, sodass er nicht so schnell vergessen wird. In einer Zeit, die keine Zeit hat, sich zu erinnern, was gestern war.